Sehr geehrte Damen und Herren, erstmal darf ich mich bedanken am Team für die Einladung. Als ich angerufen wurde mit der Frage, wollen Sie mal einen Vortrag halten im Autokino, habe ich sofort spontan Ja gesagt, bin aber dann mental 50 Jahre zurückgefahren sofort und man hat ja so seine Erinnerungen an das Autokino 1 mit diesen Pfählen dort. Also nach 50 Jahren bin ich wieder da. Das Thema der Veranstaltung, spiel mir das Lied vom Leben, Herzkino. Nun, Professor Roos, haben Sie schon gehört, aktuelle Lage des Typ 2 Diabetes, haben Sie gehört, und jetzt kommt Herzinsuffizienz. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Sigi Silber, ich bin niedergelassener Kassenarzt in München. Wir haben eine schöne Ambulanz zwischen Isartor und Marienplatz und ich bin auch Belegarzt in der Isar-Klinik, wo wir Herzkatheteruntersuchungen durchführen und Corona-Interventionen. Also wir decken sozusagen als niedergelassene Ärzte das fast gesamte Spektrum der Kardiologie, auch der Invasivkardiologie, ab. Interessenkonflikte, potenzielle, habe ich keine. Höchstens der einzige Interessenkonflikt ist, dass ich Kardiologe bin und ich meinen Beruf liebe und immer wieder froh bin, wenn wir den Patienten mit neuen Techniken, mit neuen Methoden helfen können. Hier zunächst ein paar statistische Daten. Das sind die neuesten Daten, die es jetzt gibt für das Jahr 2019. 2020 ist noch nicht ausgewertet. Das sind jetzt die häufigsten Todesursachen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wie Sie sehen, steht die Herzinsuffizienz an dritter Stelle, gleich nach dem Herzinfarkt. Ist also eine sehr häufige Erkrankung. Gestorben, da steht es an Herzinsuffizienz 2019 35.297. Dann können wir dann später schauen, wer dann mit der Antwort, mit der Schätzfrage am nächsten dran war. Aber insgesamt sind nur 36% der Todesursachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn man jetzt alle Todesursachen nimmt, wo steht da die Herzinsuffizienz? Und da sehen Sie hier an fünfter Stelle. Da ist lediglich sind die bösartigen Neubildungen der Bronchien und der Lungen, also das Lungenkarzinom und die Demenz an zweiter Stelle, dazwischen gerutscht. Aber die Herzinsuffizienz mit ihren 35.297 Toten im Jahr 2019 steht insgesamt an fünfter Stelle. Immer noch höher als zum Beispiel das Mammakarzinom. Und viele Frauen haben natürlich Angst vor Brustkrebs, ist auch verständlich. Aber wenn Sie eine Frau fragen, haben Sie Angst vor Herzinsuffizienz, dann sagen die höchstens, was ist das? Also das muss stärker noch ins Bewusstsein. Wie ist das im Vergleich zu Covid? Covid sind die neuesten Zahlen von 2020 vom Statistischen Bundesamt. Es sind weniger Patienten an Covid verstorben als an Herzinsuffizienz. Und das zeigt nochmal die ganze Dimension dieser Demografie. Es sterben mindestens so viele Menschen, kann man sagen, an Herzinsuffizienz wie an Covid-19. Ich wäre froh, wenn die eine oder andere Talkshow, Anne Will oder wie sie alle heißen, mal über Herzinsuffizienz sprechen würde und nicht immer nur über Covid. Ja. Herzinsuffizienz. Was ist das? Definition und Diagnostik. Wonach soll man sich richten? Es gibt ja so viele Quellen. Disease Management Programm oder sollen Sie nach den nationalen Versorgungsleitlinien gehen oder nach den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie? Man sollte sich für eins entscheiden, sonst kommt man ja ganz durcheinander. Nun zunächst zum Disease Management Programm. Es gibt tatsächlich das Disease Management Programm chronische Herzinsuffizienz. Wie Sie oben rechts sehen, ist am 23. August 2018, das ist schon 3 Jahre her, das kann man kaum glauben, offiziell in Kraft getreten. Und die Definition da drin ist eigentlich ganz gut. Die chronische Herzinsuffizienz ist die Unfähigkeit des Herzens, den Organismus mit ausreichend Blut und damit mit genügend Sauerstoff zu versorgen, um den Stoffwechsel unter Ruhe und Belastungsbedingungen zu gewährleisten. Das kann man einfach so gut übernehmen. Wichtig in dem Disease Management Programm ist, da ist die Herzinsuffizienz definiert als die Auswurffraktion, Ejection Fraction, EF, des linken Ventrikels kleiner gleich 40%. Und was auch wichtig ist, auch asymptomatische Patientinnen und Patienten, wenn Sie eine EF unter 40 haben, sind herzinsuffizient, auch wenn Sie völlig beschwerdefrei sind. Aber
dass die EMP-Herzinsuffizienz ist leider bis heute in keinem einzigen KV-Bezirk in Kraft getreten. Das hat verschiedene Gründe, da können wir vielleicht später drüber reden. Ich finde es bedauerlich, aber so ist es nun mal. Dann können Sie sagen, okay, was geht mich das DMP an? Wir haben ja die nationalen Versorgungsleitlinien. Die nationalen Versorgungsleitlinien kommen zu einer ähnlichen Definition. Und Sie erwähnen aber auch die diastolische Funktionsstörung des linken Ventrikels. Da geht es also einen Schritt weiter. Nicht nur die Systole, sondern auch die Diastole, die Erschlaffungsphase. Ich sage das für die Patienten, die auch zuhören. Also nicht nur die Zusammenziehungsphase des Herzens, sondern auch die Erschlaffungsphase kann bei der Herzinsuffizienz beteiligt sein. Aber die sind schon wieder veraltet. Sie sind vom Jahre 2019. Kommen wir zu den europäischen Leitlinien. Das sind die modernsten. Die sind erst vor wenigen Wochen auf dem großen ESC-Kongress, der leider nur wieder virtuell war, ohne Präsenz, so wie wir es hier haben, zumindest in Ansätzen, stattgefunden haben. Und es war auch Zeit, denn die alten Leitlinien sind schon 5 Jahre her. Also es gab eine ganze Menge von Verbesserungen, die für die Patienten wichtig sind. Die Definition ähnlich wie sonst auch, hier systolische oder diastolische oder kombinierte Herzinsuffizienz. Da unten die Tabelle, ich hoffe, Sie können sie einigermaßen lesen, finde ich wichtig. Das ist zwar schon früher in den alten Leitlinien so gemacht worden, aber jetzt hat sich ein bisschen was verschoben, was praktische Bedeutung hat. Also wir unterscheiden einmal die HEFREF, die Herzinsuffizienz mit reduzierter Ausfallfraktion, kleiner gleich 40, stimmt gut mit dem überein, was ich vorher gesagt habe. Dann gibt es die HEFPEF, haben Sie sicher schon gehört, die Herzinsuffizienz mit preserved, also mit erhaltener, also eigentlich heißt es mit normaler Ausfallfraktion, EF größer gleich 50. Und dann gibt es die mittlere Gruppe und da hat sich die Terminologie geändert, aber da hat sich auch zerebral, sage ich mal, in der Interpretation was getan. Früher stand MR für Mid-Range, also Mittelgruppe, das wurde jetzt geändert zu mildly reduced, geringgradig reduziert. Jetzt werden Sie fragen, naja, wo ist denn der Unterschied? Es geht ja um die EFs zwischen 41% und 49%, aber die jetzigen Leitlinien haben diese Mittelgruppe mehr nach links geschoben und die stehen nicht mehr in der Mitte. Das heißt, eigentlich ist eine reduzierte Ausfallfraktion unter 50% und nicht nur unter 40%. Was hat sich da getan an Empfehlungen? Das ist jetzt nicht so neu, aber das wurde noch mal stärker jetzt hervorgehoben. Für alle Patienten, egal ob systolisch oder diastolisch, für alle Patienten mit Herzinsuffizienz steht an erster Stelle die körperliche Bewegung, die Exercise-Rehabilitation. Und da haben wir in Deutschland noch eine ganze Menge nachzuholen. Und natürlich an zweiter Stelle die multiprofessionale oder wenn Sie so sagen, fachübergreifendes Disease Management, dass natürlich die einzelnen Risikofaktoren bestens behandelt werden müssen. Da gehe ich jetzt aus Zeitgründen natürlich hier nicht ein, ist ja auch selbstverständlich. Was neu ist, da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass die Glyphlozine, die zugelassenen in Deutschland sind ja Dapagliflozin und Empagliflozin, nicht nur empfohlen werden jetzt für reduzierte Ausfallfraktion, sondern Klasse 1, sogar 1a. Das ist die höchste Empfehlungsklasse, die es gibt. Das ist eine Neuigkeit. Und wenn Sie jetzt gucken, welche Substanzgruppen werden empfohlen für Patienten mit EF unter 40, dann sehen Sie ACE-Hämmer, Klasse 1a Empfehlung. Auch vor allem, weil sie den Tod, also die Mortalität senken. Beta-Blocker senken die Mortalität. MRAs, also Mineralkortikoid-Antagonisten, also Spironolactone oder Eplerenon, Death, Tod, reduzieren die Sterblichkeit und die Glyphlozine auch. Ja, das hat es eigentlich so in der Art noch nie gegeben. Da unten das 1b ist Sacubitril, also das Entresto auf Deutsch gesagt, auch, aber da gibt es halt nur weniger Studien und deswegen 1b. Aber wir haben diese Substanzgruppen, die wirklich die Sterblichkeit bei Patienten mit reduzierter Ausfallfraktion reduzieren. Und somit passt das ganz gut zum Thema dieser Veranstaltung. Spiel mir das Lied vom Leben. Also es gibt nichts Besseres als diese 4 Substanzen, um Patienten mit Herzinsuffizienz, wenn sie so wollen, das Lied vom Leben zu spielen.
Das ist auch neu. Diese vier Gruppen, die ich genannt habe, die haben jetzt ACE-Hämmer und Entresto in eine Gruppe zusammengetan. Die stehen jetzt nebeneinander und nicht untereinander. Früher war es so, man hat mit einer der Substanzen angefangen, ist dann bis zur maximal tolerierten Dosis gegangen, dann kam die nächste Substanz. Das war sehr, sehr zeitraubend und mühselig. Und das hat sich jetzt geändert. Es sind alle vier gleich nebeneinander, weil alle vier die Mortalität reduzieren. Die sogenannten fantastischen vier, die Amerikaner sagen The Big Four. Aber wenn wir jetzt von Filmen reden, Sie kennen sicher die glorreichen sieben, gab es den schönen Film, dann würde ich sagen, das sind die glorreichen vier. Und alle Patienten mit Herzinsuffizienz, mit der F unter 40, sollten nach Möglichkeit alle diese Substanzen bekommen, dann lieber mit niedrigeren Dosierungen anfangen und alle vier innerhalb von 4 bis 6 Wochen geben, als über viele, viele Monate jede Substanz einzeln nach der anderen hier einzuführen. Also es ist das Ende der Stufentherapie, was unser Leben eigentlich leichter macht und auch das der Patienten. Jetzt werden Sie fragen, hoppla, wo sind denn die Sartane, also die ARBs, die Angiotensin-Rezeptorenblocker, wo sind die Sartane geblieben? Die Sartane sind weggefallen, das war für mich auch neu. Denn die Sartane haben noch nicht gezeigt, dass sie auch die Sterblichkeit reduzieren. Und deswegen müsste man eigentlich jetzt, wenn Patienten mit Herzinsuffizienz kommen und die nehmen ein Sartan an, müsste man die eigentlich auf einen ACE-Hämmer umstellen. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich sonst immer gemacht haben. Ja? Gut, dann Diuretika natürlich, aber nur symptomatisch, um Volumen zu reduzieren bei überwässerten Patienten. Aber Diuretika haben jetzt nicht in die, haben es nicht in die Gruppe der fantastischen vier geschafft. Jetzt kommen wir zur Mittelgruppe. Mit mildly reduced, mit mittelgradig reduzierter Auswahlfraktion, also von 41 bis 49. Und Sie sehen, da stehen genau wieder die gleichen Substanzen, die wir schon besprochen haben. Da werden Sie fragen, naja, wo ist der Unterschied? Naja, gucken Sie mal, die meisten haben 2BC. 2BC ist die geringste Empfehlung, die es überhaupt gibt. Das kommt kurz vor 3. 3 heißt nicht machen. Ja? 2BC heißt, eigentlich wissen wir es nicht so genau. Und Sie sehen, wie groß der Mangel ist an Studien, an Informationen für die Mittelgruppe. Und man hat sie empfohlen, die Substanzen, man soll sie geben, aber die Evidenz ist sehr gering. Ja, Level of Evidence C heißt, wir sind konsensierte Meinungen, ja, kleine Studien, kleine Register, aber nicht große randomisierte Studien, wie wir sonst gewöhnt sind. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Auswahlfraktion ist normal, über 50%, die sogenannte HFpEF. Das sind auch viele Patienten. Und hier steht Klasse 1c, Screening, Treatment und so weiter, die Ursachen bekämpfen. Naja gut, das ist ja mehr oder weniger logisch. Und Diuretika sind empfohlen. Wo sind die anderen Substanzen? Wo sind die Beta-Blocker? Wo sind die Glyphlozine? Wo sind die ACE-Hämmer? Nicht da. Warum nicht? Weil keine, es gab wirklich viele große Studien, keine hat es je geschafft, diesen Patienten, die genauso eine Belastungsdyspnoe haben können wie einer mit einer F unter 40, keine der Substanzen hat es geschafft, bis vor kurzem, bis zum EST, wirklich prognostisch und symptomatisch zu helfen. Da, so steht es drin in den Leitlinien. No treatment has been shown. Wir haben keine Behandlung. Da gab es was, das habe ich eigentlich so noch nie erlebt, nämlich ungefähr eine Stunde, nachdem diese Leitlinien vorgestellt wurden, waren sie schon wieder veraltet. Warum? Weil eine neue Studie vorgestellt wurde, die die Leitlinien schon wieder alt hat aussehen lassen. Ich darf aber aus formellen Gründen von Böhringer Ihnen diese Studie hier leider nicht präsentieren. Aber wenn Sie mich fragen, danach darf ich antworten. Das war der Wink mit dem Zaunpfahl. Zum Schluss, nicht nur was Sie tun sollten, sondern was sollte man nicht tun? Klasse 3 Indikation. 3 heißt nicht machen. Ja? Also hier steht zum Beispiel Anämie behandeln mit Erythropoietin stimulierenden Substanzen ist nicht empfehlenswert. Ja, also wenn Sie einen Eisenmangel haben und geben solche Substanzen, das dürfen Sie nicht, weil das die Prognose verschlechtert hat. Increased risk of thromboembolic events. Da riskieren Sie thromboembolische Ereignisse, also nicht machen. Was soll man sonst nicht machen? Hier, wenn Patienten Vorhofflimmern haben, Klasse 3, davor wird gewarnt, nicht geben, Flecainid.
Ich persönlich mag Flecainit sowieso nicht, das ist ein Gift. Encainit auch nicht, Disopyramid, naja, das gibt man heute sowieso nicht. Dronidaron ist leider out, das war ja initial keine schlechte Substanz. Und Disotalol soll bei Patienten mit Herzinsuffizienz und Vorhofflimmern nicht gegeben werden. Auch keine Calcium-Antagonisten, die die Herzfrequenz verlangsamen, wie Diltiazem oder Verapamil. Und was ist mit Patienten, die Herzinsuffizienz haben und Schlafapnoe, also eine adaptive, assistierte Ventilation, da muss man sehr vorsichtig sein. Das waren für mich auch neu. Wichtig ist eben, was man nicht machen soll. Und nicht steroidale, antiinflammatorische Substanzen, COX-2-Inhibitoren, Arthritis, im Englischen heißt Arthrose auf Deutsch, nicht Arthritis. Also wenn Arthrose hat und eine Herzinsuffizienz, bitte nicht die Substanzen geben, etwas anderes versuchen. Das ist meine letzte, vorletzte Abbildung hier. Wenn Patienten akut ein Problem haben, keine Opiate, denn die können also als Schmerzsubstanzen sollen die nicht verwendet werden, weil die die Prognose verschlechtern können, weil Morphin, das war für mich auch neu, ist verbunden mit einer erhöhten Anzahl von beatmungspflichtigen Situationen. Gut, zum Schluss, das ist meine letzte Abbildung. Eine Zusammenfassung habe ich jetzt nicht. Das leitet dann wieder über zum Diabetes. Patienten mit Herzinsuffizienz und Diabetes, keine DPP-4-Inhibitoren, speziell nicht das Saxagliptin. Das war auf der einen Abbildung, glaube ich, von Herrn Professor Roos, war das mit Pfeil nach unten. Das war versteckt. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Sehen Sie Patienten, die Saxagliptin haben oder nicht mehr zum Glück? Aber das sind ja europäische Leitlinien. Vielleicht gibt es andere Länder, wo das noch gemacht wird, weil das eben die Hospitalisierung deutlich erhöht hat. Aber Sie sehen auch hier wieder die Verlinkung zwischen Kardiologie und Diabetologie, die immer stärker zusammenwächst, und das ist auch gut so. Vielen Dank. Also, es ist gar nicht so kompliziert, wenn ein Patient beim Hausarzt aufschlägt und er ist vielleicht kathetert worden. Ja, früher hat man häufiger, jetzt seltener, die sogenannte Ventrikulographie gemacht, also Kontrastbildinjektion in den linken Ventrikel. Und dann kann ja der Hausarzt den Katheterbericht lesen und da steht ja dann, wenn sie gemacht worden ist, die EF drin. Und er kann ja dann selber sehen, ist die EF unter 40, ist sie unter 50, ist sie über 50. Eine ganze Reihe von Patienten gehen ins Kernspintomogramm heutzutage. Auch da kann man die EF bestimmen. Und wenn jemand zum Beispiel im Kernspin war, dann kann der Hausarzt anrufen und sagen, hey, ihr habt die EF nicht bestimmt, könnt ihr das bitte nachholen. Ja? Aber mit Abstand die häufigste Methode zur Bestimmung der linksventrikulären Auswahlfraktion ist die Echokardiographie. Das kann der Hausarzt natürlich nicht. Da muss er die zum Kardiologen oder zur Kardiologin in eine kardiologische Praxis schicken. Man kann heute mit modernen Echogeräten, wir nennen das biplane Technik, also zwei Ebenen, nach einer speziellen Methode, Simpsons Rule heißt die, kann man die Auswahlfraktion eigentlich ganz gut bestimmen. Und wenn der Patient zum Beispiel eine Myokardszintigraphie hatte zur Bestimmung der Durchblutung, das hat zunächst mit der EF gar nichts zu tun, kann man, wenn man die Software hat, und wir haben sie ja zum Beispiel, kann man die Auswahlfraktion ebenfalls berechnen. Da steht das dann auch im Befund. Also Echokardiographie, Szintigraphie, Kernspintomographie und Herzkatheter. Irgendwoher kann der Hausarzt immer seine EF beziehen. Und wenn der Patient zum Hausarzt kommt und klagt über Atemnot, sagt er, früher konnte ich 5 Stockwerke steigen, jetzt muss ich nach 2 schon stehen bleiben. Das sind die Patienten, die eigentlich alle, sage ich mal, unabhängig vom Alter so in eine kardiologische Praxis müssten, weil nicht nur wegen Herzinsuffizienz, sondern die Atemnot kann ja auch, wie wir sagen, ein Angina pectoris äquivalent sein. Es kann durchaus sein, dass der Patient eine schwere koronare Herzerkrankung hat, gar keine Herzinsuffizienz, und die Belastungsdyspnoe kriegt er, weil er unter Belastung das Herz weniger Sauerstoff bekommt. Also die gehören alle in eine kardiologische Praxis. Am liebsten wäre es mir natürlich, also wenn Sie Patienten schicken wegen Belastungsdyspnoe, wäre es immer ganz gut, wenn die Patienten vorher schon beim Pneumologen gewesen sind, ja, um eine pulmonale Ursache auszuschließen, weil sonst kommen die zum Kardiologen, der Kardiologe schickt es dann wieder zum Pneumologen, dann kommen sie wieder zurück. Also das würde, sage ich mal, das diagnostische Vorgehen schon einfach machen. Und wenn der Pneumologe eine Ursache hat, dann war es das wahrscheinlich.
Nehmen Sie doch bitte Platz. Wir versuchen uns das jetzt einigermaßen gemütlich zu machen. Herr Professor Silber. Sie hatten eine Frage gestellt, die weder Herr Roos noch ich beantwortet haben, nämlich die Frage, wie häufig ist Diabetes bei Patienten mit Herzinsuffizienz? Wollen wir das beantworten, ja, damit es abgehakt genau, ist? Ja. Genau, dann ist es abgehandelt. Es waren, glaube ich, Werte zwischen 20 und 50 oder so. Wie war ja, das? Genau. Also es gab zwei ganz große Studien mit Gliflozinen, das wissen Sie, die DAPA-HF-Studie und die Emperor Reduced. Und beide Studien war Einschlusskriterium Herzinsuffizienz. Diabetes hatte nichts damit zu tun. Und in beiden Studien, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ziemlich genau übereinstimmend in beiden Gruppen, sowohl im Placebo als auch in der Gliflozin-Gruppe, waren es 49-50%. Also jeder zweite. In der neuesten Studie, die Emperor Preserve, die jetzt vorgestellt wurde, waren es 40%. Also wenn man das zusammentut, haben wir über 10.000 Patienten und kommen so auf zwischen 40-50%. Okay, das ist ja eine Riesenzahl. Das ist unglaublich, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist ja, sehr hoch, ja. Oder man kann es fast ausdrücken, den man in der Praxis sieht, weil nicht jeden Patienten mit Diabetes sehen Sie auch in der Praxis, dementsprechend, die sind eigentlich fast alle davon betroffen. Also ich muss sagen, ich bin auch immer wieder überrascht, wir machen ja viele Herzkatheter und wir haben schon vor langem eingeführt, dass zur Routinevorbereitung zum Herzkatheter machen wir HbA1c, was ja eigentlich für einen Katheter völlig unwichtig ist. Ja. Und man wundert sich doch immer wieder, Patienten, die überhaupt nichts wissen, die haben HbA1c von 8 oder von 9 und sind völlig überrascht und wir natürlich auch. Aber ich kann nur raten, HbA1c häufiger zu bestimmen. Und da stelle ich jetzt noch mal eine Nachfrage dazu an Herrn Professor Silber. Tatsächlich, ich habe mir das Schema angeguckt, habe gesagt, ja klar, wir haben ein Stufenschema gehabt und jetzt vier. Alle vier gleichzeitig, parallel. Was kann ich miteinander kombinieren? Was sollte ich miteinander kombinieren? Also was ich Ihnen jetzt sage, ist meine persönliche Meinung und ist jetzt nicht leitlinienbasiert, weil genau Ihre Frage ist ja sehr wichtig und die ist so richtig nicht beantwortet in den Leitlinien. Ja. Es gibt von den amerikanischen Leitlinien, es kommt Popcorn. Ja. Ja. Hat natürlich Vorrang. Dankeschön. Die Amerikaner haben das auch gemacht, dass sie alle vier Substanzen jetzt gleichwertig sehen. Die empfehlen, und so mache ich es auch, erstmal mit zwei Substanzen anzufangen, Beta-Blocker und Gliflozin. Und dann erst, wenn es gut vertragen wird, vier Wochen später die anderen beiden Substanzen dazugeben. Meist oder oft ist ja der Blutdruck limitierend, dann geht es sowieso nicht. Aber dann haben sie wenigstens schon mal Gliflozin. Das wird ja, das hat ja Roos schon gesagt, das ist auch meine Erfahrung, wird sehr gut vertragen. Mit Beta-Blockern die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, aber die beiden in Kombination anfangen ist gut. Und wenn der Blutdruck dann es noch toleriert, kann man mit den anderen beiden Substanzen dann niedrig dosiert anfangen. Es soll aber trotzdem dann langsam über die nächsten Monate trotzdem versucht werden, mit den Dosen höher zu gehen, wenn es toleriert wird. Also Ziel ist es tatsächlich, alle vier, wenn es möglich ist, toleriert wird, alle vier Substanzen möglichst zeitnah einzusetzen. Ja. Also das Konzept ist, lieber vier Substanzen niedrig dosiert, die senken die Mortalität stärker als eine Substanz hochdosiert. Okay. Welche Dosierung Empagliflozin haben wir dann? 10 Milligramm. 10 Milligramm die Standarddosierung an der Stelle. Vielen Dank. Ja, wo die Gliflozine vielleicht die kardiologische Welt verändern werden oder vielleicht schon haben. Ich dürfte ja die Preserved-Studien nicht vorstellen, aber Sie haben jetzt mehr oder weniger danach gefragt. Genau das. Also wir haben jetzt viele Studien eigentlich unterm Strich zusammengefasst. Das gilt jetzt zumindest für das Empagliflozin, kann man sagen, dass das positiv wirkt bei Herzinsuffizienz, unabhängig von der linksventrikulären Auswurffraktion. Das heißt, egal ob sie niedrig ist, mittel oder hoch, es hat in den Studien funktioniert. Und das ist was Neues, denn wir haben zum ersten Mal eine Substanz, die auch bei Patienten mit nur geringgradig erniedrigter oder normaler Auswurffraktion wirkt. Und dann können sie es wieder umdrehen und können sagen, na gut, dann brauche ich ja die Auswurffraktion nicht mehr, ich kann sie dann in jedem Fall verschreiben. Aber ich würde sie trotzdem lieber messen, die Auswurffraktion, wegen der anderen Substanzen, ob man die noch dazugeben kann oder soll oder nicht. Okay. Sie haben mir gerade ein Stichwort für meine vorbereitete Frage geliefert. Was sind die Marker, die quasi die Alarmglocke des
Hausarztes klingeln lassen sollten. Sie haben vorhin gesagt, er kann nur noch 2 Treppen raufgehen. Was gibt es noch? Welche Patienten sind so stark gefährdet, dass man frühzeitig an eine Therapie denken muss? Und wie frühzeitig sollte man bei einem Herzinsuffizienz an Therapie denken? Ja gut, das eine war die Belastungsdyspnoe, dann natürlich bei der körperlichen Untersuchung. Dicke Beine sind ja nicht immer venös bedingt, kann auch eine Herzinsuffizienz sein. Dann, ich habe in meiner Ausbildung gelernt, den Jugularvenendruck anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird heute, aber Sie verstehen, wie ich das meine. Also erhöhter Jugularvenendruck gehört zum Kardiologen. Also eigentlich gehören alle unklaren Symptome in die kardiologische Praxis erstmal. Ich habe gelernt vorhin, erst Pneumologe, dann Kardiologe. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wo man den schnelleren Termin kriegt. Das ist dann nachher ein Thema, was wir noch miteinander diskutieren werden, Herr Klausnitzer. Das ist ja auch eine Grundversorgung. Wir haben ziemlich gute Erfahrungen, interpretiere ich jetzt mal, mit dem DMP-Diabetes gemacht. Sie nicken, ja. Also klare Aussage, ja. Und Sie haben vorhin erwähnt, irgendwie, es gibt ein DMP-Herzinsuffizienz, aber keiner weiß was davon. Das schlummert in irgendwelchen Regalen rum. Warum? Was ist Ihre Überzeugung, warum es das ist? Und Hand aufs Herz hier in aller Öffentlichkeit, wünschen Sie sich das DMP oder sagen Sie, muss ich nicht machen? Und sagt der Diabetologe, jetzt habe ich schon Diabetes, soll ich dann auch noch ein Herzinsuffizienz-DMP machen? Wer kümmert sich darum? Vielleicht erst Herr Professor Silber. Also das DMP-Diabetes ist ja eine Erfolgsstory, wenn man die Zahlen so sieht. Da werde ich sogar als Kardiologe neidisch und sage, toll, was die gemacht haben. Ne? Das DMP-Herzinsuffizienz, ich war ja aktiv beteiligt, ich war ein sogenannter konsentierter Experte vom gemeinsamen Bundesausschuss, das ging über 2 Jahre und wir haben das dann verabschiedet und dann hat es ja der Jens Spahn unterschrieben und da haben wir uns schon gedacht, na gut, jetzt kann es ja losgehen und siehe da, 3 Jahre, wie ich gesagt habe, es ist nichts passiert. Ja, wie sagt man so schön, schlimm ist der, der Böses dabei denkt, also es könnte durchaus sein, dass die Krankenkassen da keine große Lust haben, mitzuspielen, denn die Vergütungen im Rahmen eines Disease-Management-Programms sind ja mehr oder weniger extrabudgetär. Es gibt höhere Vergütungen und es kostet die Krankenkassen einfach mehr Geld, so ein DMP, so wie ich das sehe. Und jetzt wird vielleicht wieder Corona als Ausrede benutzt für vieles, dass das nicht zustande kommt. Aber ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ich habe auch ein lachendes Auge dabei. Denn so richtig zufrieden waren wir nicht mit dem DMP-Herzinsuffizienz. Einmal, weil ganz klar drinsteht, dass kardiologische Praxen nur in Ausnahmefällen die sogenannten koordinierenden Ärzte sein dürfen. Das ist ein reines Hausarztprogramm. Und wir haben gesagt, nee, eigentlich ist die Herzinsuffizienz ein kardiologisches Programm. Ich meine, Brustkrebs ist ja auch nicht beim Hausarzt, sondern bei den Gynäkologen. Und wenn Sie so wollen, ist die Herzinsuffizienz unser Brustkrebs und deswegen gehört es zu den Kardiologen. Und der zweite Punkt ist, dass in dem DMP leider drin steht oder stand, dass kein Patient in 2 DMPs gleichzeitig sein kann. Also wenn einer mit einer Herzinsuffizienz auch gleichzeitig Diabetiker ist, dann darf der nicht gleichzeitig in den Schulungsprogrammen, und ich halte die Schulungsprogramme für sehr wichtig, von Diabetes teilnehmen. Oder wenn er Raucher ist, es gibt einen Raucherentwöhnungskurs beim DMP-KHK und dann darf er nicht am Raucherentwöhnungskurs teilnehmen. Und das finde ich persönlich unmöglich. Ja. Glücklicherweise, will ich mal sagen, vor ungefähr 2 Monaten kam vom gemeinsamen Bundesausschuss eine Stellungnahme, dass das DMP-Herzinsuffizienz schon wieder veraltet ist und neu überarbeitet werden muss. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Gesundheitsprogramm, welches verabschiedet wurde, als veraltet klassifiziert wird, noch bevor es überhaupt in Kraft getreten ist. Ja, also man erlebt da schon so seine Sachen. Und insofern hoffe ich, dass jetzt das Update vom DMP-Herzinsuffizienz die von uns genannten kritischen Punkte berücksichtigen wird. Darf ich noch was fragen zum Metformin, weil das ist immer wieder bewegt und rauf und runter diskutiert wird. Metformin und Röntgenkontrastmittel, Herzkatheter zum Beispiel, muss das Metformin unbedingt abgesetzt werden vor Herzkatheter oder wenn es vergessen wurde, darf ich den Katheter machen? Und wie lange nach Katheter, sprich Kontrastmittelapplikation, muss Metformin pausiert werden oder ist das übertrieben worden? Also die Laktatazidosen sind ja numerisch extrem klein und extrem gering.
Und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche großen Studien wirklich gezeigt haben, dass bei einem kardial stabilen Patienten, nierenstabilen Patienten, leberstabilen Patienten Metformin irgendeine Ketoazidose ausgeführt hat, nach Operation oder auch Herzkatheter. Ich sage meinen Patienten auf Wunsch des Operateurs, Kardiologen 24 Stunden vorher absetzen und dann wieder gleich rein. Aber ich wäre so entspannt. Wann rein? Nach 24 Stunden. Schon, ja. Aber ich wäre so entspannt, wenn das einer sagt, ich lasse das drin, dass man es auch drin lässt. Also ich glaube nicht, dass da viel passiert. Wenn der gut hydriert ist und keine anderen Erkrankungsmerkmale hat, wäre ich da tiefenentspannt. Danke. Eine fast ähnliche Frage an Herrn Professor Roos. Braucht man denn überhaupt neue Medikamente zur Behandlung der Herzinsuffizienz? Warum überhaupt? Weil eigentlich waren die Kardiologen doch immer so mit stolz geschwellter Brust, wir können viel bewegen. Warum und welche? Ich bin erst neulich über ein Zitat von Voltaire gestolpert. Das Bessere ist der Feind des Guten. Und ich meine, die Sterblichkeit ist halt hoch. Herr Professor Roos hat es ja gezeigt, die Mortalität von Herzinsuffizienz ist in der Größenordnung von vielen bösartigen Erkrankungen. Und wenn man die Prognose noch weiter verbessern kann, ich meine, was will man denn mehr? Eine Frage, die ich jetzt noch habe, weil den Diabetologen gibt es die Diabetesberaterin. Ein hervorragend geschultes Personal, die die Praxen entlasten, die die Ärzte entlasten, die relativ viel bewegen und nicht nur ein DMP umsetzen, sondern deutlich mehr machen. Ich möchte für die mal eine Lanze brechen. Ein bisschen tut sich in dem Bereich der Kardiologie. Da gibt es jetzt einige, ich sage es immer noch, Versuchsstadien, die Heart Failure Nurses, wie sie so auch schon haben, die Herzinsuffizienzschwestern. Können Sie ein bisschen zu diesem Modell sagen und hat das Zukunft? Auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich gute Daten. Ich war ja früher mal viele Jahre in den USA und da gab es den Beruf der Physician Assistant. Ja, das wäre übersetzt Arzthelferin, aber das kommt dem nicht gleich. Und die Physician Assistant, das war eine echte Entlastung für die Ärzte. Die hat zum Teil besseren Kontakt gehabt zu den Patienten wie die Ärzte selber. Die konnte man auch öfters mal anrufen und die haben sich dann auch um Gewichtskontrollen gekümmert. Und das kommt jetzt langsam auch in Deutschland. Das ist nur zu unterstützen, nur die müssen ausgebildet werden. Die Frage ist, wer zahlt diese Ausbildung? Und dann sind ja noch viele juristische Probleme. Darf so eine Heart Failure Nurse, also eine Herzinsuffizienzschwester, von sich aus das Theoretikum mal kurzfristig erhöhen? Das Ganze wird noch viel komplizierter, wenn wir in den nächsten Jahren vermehrt Telemonitoring bei Herzinsuffizienzpatienten durchführen. Und dann kommt dann plötzlich, poppt da was auf und sagt, oh, ich habe 2 Kilo zugenommen. Und wir Ärzte können uns, die haben gar nicht die Zeit, uns darum zu kümmern. Also wenn eine gut ausgebildete Herzinsuffizienzschwester uns Arbeit abnimmt und das geht wahrscheinlich auch wirklich ganz gut, dann ist das ein großer Fortschritt. Ich fasse jetzt nicht nach, was Diabetesberaterinnen alles im Bereich der Insulintherapie tun, weil da bewegen wir uns auch in dem Graubereich. Aber ich glaube, manche Praxis würde nicht funktionieren, wenn nicht die Diabetesberaterin da eingreifen würde. Eine Lanze für das besonders wichtig werdende Personal, Arzthilfspersonal, wenn ich das mal so sagen darf. Eine letzte Frage. Ja, genau, der Beifall jetzt mal für diese. Genau, stimmt. Genau. Eine Frage, da gebe ich mal ganz offen zu, weiß der Moderator nicht, wie er das jetzt am besten an Sie rüberbringt. Sie kommt aus dem Publikum und ich frage Sie einfach, wie verhält es sich mit dem parenteralen Eisengabe? Was ist dabei zu berücksichtigen? Wie sortieren wir das ein? Also in den Leitlinien wird es empfohlen jetzt, aber nicht nur wegen Eisenmangel, sondern Transferinsättigung. Einige Parameter muss man bestimmen. Wenn das gegeben ist, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Also auf jeden Fall zu bevorzugen gegenüber der oralen Eisengabe, die ja so gut wie keine Wirkung hat. Die Frage ist nur, wer soll das machen? Soll das der Kardiologe machen? Soll man die lieber zum Hämatologen schicken? Ich weiß nicht, Diabetologen werden wahrscheinlich nicht Eisen-IV geben. Man muss ja die überwachen, ja, die Infusion. Es kann ja nicht einfach die Infusion anhängen und dann aus dem Zimmer gehen. Also das wäre vielleicht so in der Tagesklinik ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Eine abschließende Frage in dieser Runde.
Wir haben nicht nur die neuen ESC-Leitlinien für die Herzinsuffizienz bekommen, auch die NVL-Leitlinien Diabetologie haben sich geändert. Können Sie in drei Sätzen sagen, was besonders wichtig ist? Das ist eine große Herausforderung. Erster Satz, Doppelpunkt. Basistherapie bleibt weiterhin bestehen und ist auch am einfachsten und kostengünstigsten. Bewegung, Ernährung und Gewichtskontrolle. Dann Metformin als zweite Option. Wenn kardiovaskulär-renale Erkrankungen aber bestehen, kann auch gleich als Add-on ein Gliflozin-GLP-1-Rezeptoragonist gegeben werden. Und wenn kardiovaskuläre Erkrankungen im Vordergrund sind, sollte man das unbedingt auch kombinieren. Punkt. Kurz und knapp, wirklich in drei Sätzen. Fantastisch. Herzlichen Dank. Und jetzt sind, ich glaube, die beiden Referenten hier haben sich jetzt erstmal ein warmes Herz und das kriegt man hier nur durch Hupen verdient. Also. In München sind die Baupreise hoch. Die Baulandpreise hoch, aber ich wollte nicht in der Nähe eines Autokinos gebaut haben. Also, herzlichen Dank für den Beifall.